Um ein 2 rechts, 2 links Bündchen in Double Face zu stricken, gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich zeige dir die Möglichkeit oder die Variante, die ich bevorzuge. Ich habe die auch beim Winter Wedding Coat benutzt. Für mich ist es die einfachste oder die intuitivste, weil sie eigentlich den gleichen Rhythmus hat wie das normale Double Face Knitting. Und wie du siehst, oder du siehst hier, die rechten Maschen auf dieser Seite sind violett und die linken sind dunkelblau. Und wenn wir die andere Seite angucken, sind die blauen rechts und die violetten sind links. Die ersten zwei, die rechten Maschen, die stricken wir ganz normal, wie beim normalen Double Face. Ich gehe jetzt da eine zurück und zwar die erste Masche ist eine violette in rechts, dann der Partner von der ersten Masche ist in dunkelblau und links gestrickt und noch einmal rechts in violett, links in dunkelblau. Das kannst du ja schon gut. Und jetzt die nächsten zwei, da drehen wir sozusagen den Spieß um und wir holen die linken Maschen nach vorne auf die sichtbaren Seiten und die rechten Maschen, die es bildet auf der Innenseite, siehst du halt dann nicht. Nun wird die erste Masche links gestrickt in dunkelblau und dafür holen wir nur den dunkelblauen Faden vor die linke Nadel und stricken sie links. Wir lassen den dunkelblauen Faden vor der linken Nadel und der violette Faden bleibt dahinter. Und nun wird die violette Masche oder die lila Masche rechts gestrickt. Und noch einmal, die erste Masche wird links in dunkelblau gestrickt. Wir lassen den Faden vor der Nadel. Du kannst es auch ein bisschen runterhalten, musst es aber nicht. Ich mache das nur, damit du wirklich siehst, dass der Faden vor der linken Masche ist. Und nun stricken wir die nächste in rechts mit lila. Ich zeige es dir nochmals, hier die rechten Maschen, rechts in lila beide Fäden hinter der Nadel. Wir holen die Fäden nach vorne und stricken die blaue links in blau. Und noch einmal rechts stricken, beide Fäden nach vorne, links stricken in blau. Nun Faden, der blaue Faden vor die linke Nadel. Wir stricken die erste Masche links, lassen den Faden vorne, stricken die nächste in lila rechts. Und noch einmal links in blau, lassen den Arbeitsfaden vorne und strecken die lila rechts. Und so bekommst du hier blaue linke Maschen, violette rechte Maschen und auf der Rückseite ist es genau spiegelverkehrt. Links in lila, rechts in blau.